Praktische Anwendung zur Erhöhung. Möchte jemand sich selber die Wahrheit der Wiederverkörperung beweisen, so kann er dies nur durch seine eigenen wirklichen Erfahrungen erreichen, wie sie ihm durch sein eigenes Gott selbst offenbart werden können. Keinerlei Fülle von Beweisführungen oder Erscheinungen und Wunder kann jemals eine Person überzeugen. Wer wahrhaft diese Beweise wünscht, dem gebe ich das folgende Rezept, das unfehlbar ist. Denn die aufgestiegenen Meister haben ihre Vollkommenheit der Erhöhung durch dessen praktische Anwendung erreicht. Andere mögen das Gleiche tun, wenn es sie danach verlangt. Wird der Schüler mit unnachgiebiger Entschlossenheit seine mächtige Ich Bin-Gegenwart anerkennen, akzeptieren, sie ständig anrufen und aufrichtig nach ihm greifen, sie lieben und dankbar sein für ihr wundervolles Leben, das er jeden Augenblick benutzt, im Wachen wie im Schlafen. So wird er sein äußeres Bewusstsein veranlassen, sich so weit zu erhöhen, dass er aus erster Quelle zu jeder Frage, zu jedem ihn bedrängenden Problem die Antwort selber schauen, erkennen und erleben wird. Die größte und wichtigste Tätigkeit des Lebens ist, das Leben zu lieben, zu verehren und ihm dankbar zu sein, denn es schenkt uns alles. Bleibt unser äußeres Bewusstsein in steter Verehrung auf die mächtige Ich Bin-Gegenwart gerichtet, anerkennt es also nichts als die Vollkommenheit des Lebens, so wird es erhöht und alle menschlichen Gewohnheiten und Missgestaltungen verschwinden. Dann sind wir nur noch Ausdruck des Lichtes. Das ist der Bewusstseinszustand der aufgestiegenen Meister. Die äußere Tätigkeit des Verstandes und des physischen Körpers wird der sichtbare, greifbare Ausdruck aller unserer Gedanken und Gefühle. Der Mensch wird das, worauf seine Aufmerksamkeit ruht. Meditiert er über die mächtige Ich Bin-Gegenwart, so wird er deren Vollkommenheit zum vollen Ausdruck bringen. Gibt er aber seine Kraft und Zeit hin, um auf die Süchte seines physischen Körpers zu starren und zu versuchen, dessen unersättliche Bedürfnisse zu befriedigen, so zerstört er seinen Tempel. Er kann wählen, was er will, doch die Folgen muss er tragen. Der Verantwortung für seine Wahl kann er nicht entrinnen, denn sie gehört dem freien Willen untrennbar an. Das oberste Gebot der Ewigkeit lautet: Seid vollkommen, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Denn das Leben wird zu euch, dem individuellen Bewusstsein, zurückkehren, immer wieder in menschliche Verkörperung, bis ihr diese höchste Verordnung des Lebens erfüllt. Wird dies Gebot befolgt, so werden die Gestaltungen der aufbauenden Art des Lebens unsterblich.